Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei On the Road zur Folge Nummer 4. Und ja, wir haben aber letztes Mal hier in Rostock abgeladen. Hier werden wir uns gleich mal eine kleine Tour zusammenstellen. Und weiß ich nicht, werden wir mal gucken, dass wir mal Richtung Berlin fahren. Wir machen erstmal die Ladelücken zu. Und dann werden wir aber auch so langsam und sicher gucken, dass wir uns mal einen Auflieger kaufen. Einen Auflieger, einen Anhänger. Aber erstmal luschern wir wegen Touren. Suchen wir mal ein bisschen ran hier. Suchen wir mal. Fahren wir mal dahin. Mal gucken, wo der was hin hat. Rostock-Berlin, das sieht doch schon mal ganz gut aus, nach Berlin rüber zu fahren. Nehmen wir die. Das sind doch zwei Touren, wa? Wir können ja gucken, ob da noch was nach Berlin wäre. Für das könnten sie auch noch ein bisschen besser machen, dass du irgendwie vielleicht nur irgendwo draufklickst, so wie es bei, also, bei ETS ist, dass du da von da aus die Ware zusammenpacken kannst. Das ist ja nach Neubuko. Auch nicht schlecht, Neubuko gibt es auch. Also kann man sogar die 105 lang fahren, Stückchen. Ist natürlich auch cool. Ist natürlich meine Heimat, ne? So da, so die Ecke. Wenn man da so in der Richtung fährt, Richtung Wismar, Neubuko, das hat natürlich, das wusste ich aber auch noch nicht. Aber Neubuko, ne, da wollen wir nicht hin. Wir haben jetzt Berlin gelandet, dann gucken wir mal weiter wie in Berlin. Bremen, Nürnberg, Dortmund, Berlin, da haben wir nochmal Berlin. Dann haben wir zweimal. Und dann gucken wir, würde ich mal sagen, ob hier auch noch was mit Berlin wäre. Bremen, Leipzig, Leipzig, obwohl wir können ja von Berlin aus weiter nach Leipzig toben, ne? Dann dürfte das Auto eigentlich auch so ziemlich voll sein. So, starten wir die Kiste mal. Achso, wir wollen. Jetzt machen wir gleich mal fix unsere Uhrzeit mit, ne? Wollten wir sowieso hier machen. Halt, Licht an, wir fahren immer mit Licht, dann brauchen wir es hier immer nicht einschalten. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Den Kurs schon wieder nicht drin? Doch, hat er. Oh, wir lassen uns raus. Auch nicht schlecht. Fahren wir mal zum Laden. Hoffen wir, dass wir heute mal alles heil anliefern. Tanken können wir denn auf der Strecke nach Berlin irgendwo machen oder in Berlin? Mal gucken. Auf jeden Fall das Problem mit den Bremsen, was ich habe, dass es manchmal so kommt, als ob du drauf trittst und da passiert nichts. Bin ich nicht der Einzige, durch die Facebook-Gruppe, wo ich drinne bin, haben viele dieses Problem, dass sie auf der Bremse treten und ja, eher erst bremst, wenn man wirklich auf dem Auto drauf ist. Also bin ich da schon mal nicht der Einzige.
Ach, so wirklich noch so fehlt, ist aber auch Wartung, ne? Dass man eine Wartung zwischendurch machen muss mit dem LKW. All solche Sachen fehlen echt noch. Halt, dass man einfach mal das Geld ausgibt und sich nicht nur Geld ansammelt, ne? Weil wir verdienen ja doch nicht gerade wenig Geld mit den Touren. Na gut, noch, ja. Aber dass du halt auch das Geld ein bisschen ausgeben kannst, das wäre noch ganz cool. Aber das soll ja in Zukunft noch alles kommen, da bin ich mal gespannt. Aber auf jeden Fall muss man sagen, dieses Spiel hat auf jeden Fall wirklich Potenzial in sich, das steht auf jeden Fall schon mal fest. Muss jetzt auch wieder die Bremse mehrmals antippen, damit er stehen zum Stehen kommt. Das ist doch nicht normal. Ich sehe schon, komm, ich komme nicht mehr drum. So wie die fahren. Oha. Der nimmt aber voll die Bande mit. Den Gehwegschutz voll mitgenommen. Das Geländer, jetzt haben wir es. Gehwegschutz, ja. Alles klar. Also manche Ampelphasen dauern aber auch wirklich ewig hier. Während die Grünphase total kurz ist, das ist auch kurios. Dann machen wir uns auf den Weg in den Osten. Berlin und Leipzig. Leipzig, fahren wir den Ronald besuchen. Guck mal, was der Futter denn im Haus hat. Obwohl wir müssen ja noch den Blitzer hier in der Stadt kriegen, ne? Gibt ja schließlich eine Trophäe, noch habe ich ja keine bekommen, irgendwie kriege ich keine Trophäen. Hier ist auf jeden Fall schon mal nicht so einfach mit dem Anhänger zu rangieren, würde ich mal sagen, wenn man einen Anhänger hat, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Aber wir brauchen auch unbedingt einen Dreiachser als LKW. Der Zweiachser ist ja i. Gefällt mir persönlich nicht. Oh, ich bin zu weit nach hinten gefahren, ne? Das ist noch viel, dass du schnell laufen kannst. Irgendwie läuft ja nicht so schnell. Fahren wir mal wieder vor. Dann fahren wir die zwei anderen Frachten holen. PS könnte auch schon ein paar mehr PS sein oder so. Ein bisschen was im Motor machen. Größere Motor und sowas, das muss auch noch kommen.
So. Ein bisschen schneller drehen müsste sich hier drin, das steht auf jeden Fall fest. Also die Kamera drinne, das dreht sich so langsam. Aber das sind jetzt wirklich nur noch Kleinigkeiten, die gemacht werden, damit das Spiel wirklich besser wird. Wichtig, dass das Spiel erstmal selber läuft, ne? Und das tut es ja mittlerweile wirklich sehr gut. Na gut, haben wir wieder ein halbes Auto voll, das ist egal. Muss auf jeden Fall gucken, wenn wir den Anhänger haben, dass wir dann wirklich mal so 10, 12 Abladestellen drauf haben, dann denke ich mal, sind wir ganz gut ausgelastet. Aber das werden wir uns Stück für Stück angucken. Also ohne Sattelauflieger müsst ihr da eigentlich ganz anders beschleunigen. Wenn ich das da gerade aussehe, ne, da lacht das Herz, das schöne Ostseestadion zu sehen ist. Ich meine, da haben sie wirklich Liebe reingesteckt, dass man die Stadien vernünftig sehen kann. Kannst du doch nicht mitten auf der Straße stehen bleiben, mein Freund. Ja, cool, wenn das Parkhaus im Ostseestadion, was am Ostseestadion in der Nähe ist, haben sie auch hingebaut, bloß halt, der bindet das nicht am Haus an. Aber er schickt mich jetzt erstmal zum Laden hin, ne? Ich wollte gerade sagen, nicht, dass er mich schon nach Leipzig runterschickt. Und sah jetzt böse nach aus. Oh, wo bleibt er denn stehen? Oh. Schaut noch mit der weiterfahren, der hätte noch weiterfahren können. Schick mich aus Rostock raus, warum das denn? Gibt's da auch eine Strafe? Nö. Schade. Oh, nicht in den Grabenhimmel, nicht in den Grabenhimmel. Denken die Leute ja schon wieder die Videos, wenn das Video gucken, dass ich schon wieder betrunken bin. Wird länger, um die Ware zusammen zu sammeln, wie die Tour selber, Alter. Ja, der schickt mich wirklich. Der hat mich da runtergeschickt, ohne dass ich eine tolle Wurst. Ne, da muss ich da hinten drehen nochmal, da fahre ich nochmal von der Autobahn runter. Oh, na toll. Voll den Fehler gemacht, jetzt auch von mir selber. Könnte ich mir ja jetzt schon wieder selber in den Arsch beißen. Muss doch jetzt alles andere laden. Och, Menno. Fahr Richtung Lübeck und dann nochmal rein nach Rostock. Ah.
Das ist natürlich jetzt voll auf meinen Mist gewachsen. Aber mal so richtig. Komisch, beim letzten Mal hat er mich gleich von Lade und Ladung beschädigt. Oh, das ist für mich irgendwo. Beim letzten Mal hat er mich von Ladestelle zu Ladestelle geschickt. Warum macht er das denn jetzt nicht? Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ist denn da schon wieder irgendwas falsch eingestellt? Nee, eigentlich nicht. Auch wie beim letzten Mal die Ladung ausgesucht und bin losgefahren. Ich bin ein Trottel. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, Hashtag Trottel, wenn ihr Lust habt. Ja, Gott sei Dank gibt es hier keinen Zeitdruck beim Fahren, das ist das Gute. Obwohl es irgendwo auch unrealistisch ist, ne? Man hat keinen Zeitdruck beim Fahren. Kann die Tour in Ruhe fahren. Kann ich mir das denn jetzt irgendwie hinschieben, dass ich jetzt erst die. Gucken, wie wir dann durch jetzt hinfinden. Ohne Norwies. Verfahre ich jede Menge Sprit. Egal. Noch fahren wir solo, noch kann man das recht gut verschmerzen. Naja, sind wir heute mit der Folge beschäftigt, nur Ladung zu holen. Ist ja auch mal was Schönes. So, lass mal auf die Karte gucken, wie fahren wir denn jetzt am Dösen? Wir sind jetzt. Oh, darüber. Wir stehen da. Wir fahren die Straße hoch und die erste links rein. Wir müssen einmal da laden und wo mussten wir noch laden? Wir haben auf jeden Fall drei Ladestellen. Ach so, die und die, ne? Ja. Oh, das ärgert mich gerade total. Na egal, die Folge laden wir trotzdem hoch. Hätte ich ja jetzt auch rausschneiden können, aber nö, will ich nicht. Das Video ist noch ein Video, was noch nicht beschnitten wird. Aber die nächsten Videos werden dann auch so langsam sicher angefangen zu schneiden, dass wir dann. Gut, aber sowas schneide ich nicht raus, das gehört halt dazu. Auch mal ein paar Fields müssen mit in die Videos rein. Das bin nun mal ich und das gehört dazu bei mir. Oh, naja, dann, ne, wie das nicht passt. Ja, der muss das Video ja nicht gucken. Ja, aber gut, meine Freunde, ich werde das Video trotzdem jetzt hier beenden. Ihr habt ja diesen Fehler gesehen, dass wir nochmal los müssen wegen Material, wegen Ladung holen. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich trotzdem über ein Däumchen nach oben freuen. An die neuen, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, wie trottelig ich bin. Und damit bin ich raus und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.